fessle deine Monster mit der Macht von Dungeon Dice. Würfel, um die Monster aufzurufen und ihnen Macht zu verleihen. Baue deinen Kerkergang über das Spielfeld. Besiege den feindlichen Monsterlord und du gewinnst. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum neuen Yu-Gi-Oh! Talk. Ich möchte heute ein bisschen mein Wissen erweitern und habe mir dazu den guten Hobbyliga eingeladen, weil wir möchten nämlich über Kapsule-Monster oder Capsule-Monster und Dungeon-Dice-Monster sprechen. Das war ja so ein bisschen am Rande mal erwähnt bei mir, aber so richtig den Durchblick habe ich nicht. Du Hobbyliga hingegen hast da so ein bisschen mehr zu erzählen und ja, erstmal willkommen im Video. Ja, hallo. Ob ich so viel mehr weiß wie du, das will ich jetzt mal nicht behaupten. Ich weiß ein bisschen was, aber ich denke, das Wissen ist auch hier und da, kann man bestimmt noch besser ausbreiten. Fangen wir einfach mal so an, was weißt du denn nicht oder wo könnte ich dich in dem Fall aufklären? Also ich weiß, dass beide im Manga vorgekommen sind, im Anime. Stimmt. Gab es das, glaube ich, nur am Rande, beziehungsweise es gab zu Capsule Monsters, glaube ich, eine eigene kleine Anime-Serie. Stimmt, jetzt wo du es sagst, nicht. Ja, ich erinnere mich, das ist aber der Punkt, warum ich es gerne vergesse, weil der kam damals im Fernsehen, glaube ich, auf RTL 2 logischerweise, da kam irgendwie random, ich glaube, das war nach dem Machik-Arc oder zwischendrin sogar. Und dann hast du diese zusätzliche Staffel einfach reingehauen bekommen und das hat mich komplett rausgeholt. Also ich habe das nämlich... Aber ich bin auch ehrlich. Ja? Also ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe diesen Teil immer geskippt. Okay. Echt? Nee, überhaupt. Also ich kann mich null daran erinnern, das jemals im Fernsehen gesehen zu haben. Ich weiß nicht, wann das gekommen sein sollte und also jetzt, wenn du das sagst, dass das zwischendrin war, okay. Es ist auch nur einmal ausgestrahlt oder zweimal ausgestrahlt worden. Oft wurde es nicht ausgestrahlt, weil es auch eine zusätzlich bestellte Staffel war. Also es hat null mit Katsuki Takahashi zu tun oder sowas. Das war dann, glaube ich, damals von Gefährliches Halbwissen, Achtung. Ich glaube, die wurde von 4Kids dann nochmal in Produktion gestartet, weil sie bestellt wurde quasi. Okay. Es hatte also null von der Historik, auch von dem Anime, von der Timeline. Es passt nirgendwo. Also es ist ganz schwer einzuordnen. Naja, das ursprüngliche Capsule Monster war ja von, im Manga wurde es gespielt von Kaibas Bruder, von Mokuba. Mokuba, richtig. Genau, und das spielt ja so ein bisschen... Den Aspekt fand ich... Das spielt ja vor den ganzen Kartenspielgeschichten sozusagen. Noch bevor das richtig losging, im Manga hat man diese Sache zum Beispiel richtig drin gehabt. Und deswegen ist das so schwierig mit dem zeitlich Einordnen wahrscheinlich. Im Anime auf jeden Fall. Mhm. Im Manga ist es eigentlich klar. Ja, also, gut, wenn man im Manga... Wenn du das im Manga weitererzählt hättest, dann wäre das kein Problem gewesen, weil du schon mal die Base mit dem Mokuba gehabt hättest. Hm. Aber das haben sie ja in unserem 4Kids-Anime ja komplett über den Haufen geworfen. Da hat er ja nur damals im Königreich der Durland das geklaute Deck gehabt und sowas. Also es wurde ja da ein bisschen leicht umgeschrieben, wie sie sich damals das erste Mal begegnet sind. Man muss dazu sagen, im Manga war Mokuba wesentlich psychopathischer unterwegs. Ja. Also... Da sieht sogar Kaiba im Anime, den wir kennen, wie eine Blume aus, muss ich sagen. Mhm. Also auch die Zeichnungen. Also ich habe hier ein Format gestartet, wo ich jetzt Kapitel für Kapitel durchgehe. Also manche Zeichnungen, die sehen schon wild aus von ihm. Ja gut, ich weiß, Capsule Cup Monster ist nie gut angekommen, ähnlich wie Dungeon Dice. Aber was soll ich das sagen? Konami hat sich da... nicht genug angestrengt vielleicht, meiner Meinung. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ich gab auf jeden Fall, ich glaube, das war sogar das allererste Spiel, was zu Yu-Gi-Oh! Jemals rauskam. Hm. Das war Capsule Cup Monster. Und das hast du gespielt komplett? Nein, das ist alles komplett auf Japanisch. Gibt es bei uns nicht. Ja gut, hätte ja sein können, dass du es irgendwie über Emulator oder so mal probiert hättest oder so, aus Interesse. Ich habe es mal tatsächlich angespielt, ja, tatsächlich. Aber die japanische Sprache, die Sprachblockade hat es mich dann doch ein bisschen wieder rausgerissen. Obwohl das Spiel an sich, das Gameplay, interessant klingt. Also du hast so einen strategischen Aspekt, das kennt man aus anderen, ich glaube aus Final Fantasy Tactics zum Beispiel, dass du Art auf so ein Schachbrett ähnlich spielst und jede Figur hat seine eigenen Stärken und Eigenschaften und dann musst du gucken, dass du... ähnlich wie in Forbidden Memories, da musst du die Charaktere besiegen und es wird halt immer schwieriger und schwieriger. Du kannst auch, glaube ich, die Kapselmonster Liebe machen lassen, so auf die Art, dass du neue Kapselmonster bekommst. Du kannst sie aufzüchten ein bisschen. Also es hat schon, ich würde mich freuen, wenn Konami so ein Spiel
auch in Englisch würde ich es spielen. Englisch zwar nicht meine Sprache, aber ich würde es so in der Neuauflage als Remake tatsächlich als also in Englisch spielen wollen. Nur, dass ich es verstehe. Für die PlayStation 2, das habe ich aber jetzt nicht griffbereit, gab es das dann auch. Aber das war mega, weil du da die deutsche Sprachausgabe hattest. Oh, sehr schön. Von den Original-Synchrosprechern, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich Ach, den echt? Aktuellen Teil. Ja, ja. Also es war mega. Besorgst du mal als Spiel oder tu es emulieren, nur mal zum Antesten oder guck ein Let's Play an. Das macht doch schon ein bisschen Spaß. Muss aber damals sagen, wo es rausgekommen ist, konnte ich damit gar nichts anfangen. Ja, ich glaube, das Problem war, dass das Yu-Gi-Oh! Kartenspiel die anderen Sachen halt natürlich ausgebremst hat. Ja, also das Kartenspiel war ziemlich groß und dann so nebenbei, ja, hier gibt es noch was von Yu-Gi-Oh!, dieses andere Spiel, und das hat dann niemanden so richtig abgeholt, weil sich die meisten natürlich auf das Kartenspiel konzentrieren wollten. Und also so ging es mir zum Beispiel. Ich habe das so am Rande mitbekommen, dass es da was gibt, aber ich wollte das Yu-Gi-Oh! Kartenspiel, das andere hat mich jetzt nicht so ganz interessiert. Obwohl ich die Sachen, wie ich sie im Manga gelesen habe, eigentlich auch sehr interessant fand, muss ich sagen. Also so im Nachgang würde ich sagen, ich würde es gerne mal anzocken wollen, ja. Ja, das Kartenspiel hat auf jeden Fall extrem dominiert. Das hat auch, glaube ich, Konami gemerkt. Aber ich finde es halt schade, weil das würde ja so ein bisschen dem Lebenstraum von Katsuki Takahashi so ein bisschen entgegenkommen, weil er wollte ja ursprünglich den Manga nur auf Spiele, also eine breit gefächerte Spielesammlung, sage ich jetzt mal, auflegen. Mhm. Das Kartenspiel war ja nie im Fokus. Und ich finde es schade, da hätte man die Gelegenheit gehabt, quasi für die Basic-Spiele. Und dann hätte man, je nachdem, für jeder mag ja was anderes oder hat eine andere Vorliebe. Ich hätte es cool gefunden, wenn es dann eine Kapsel-Korb-Reihe gegeben hätte, eine Dungeon Dice und diverse Minispiele, die noch im Manga vorkamen. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf. Das wäre cool gewesen, aber Konami hätte das auch stärker bewerben müssen, meiner Meinung nach, weil nur mit einer Anime-Folge und einer Produktreihe ohne guter Werbung, klar, ist es zum Scheitern verurteilt. Also da muss man sagen, Konami war damals stärker auf jeden Fall mit Werbung. Also wenn du das mit RTL 2, diese Clips mit den Megatins und so siehst, waren diese schon stärker präsent. Aber für das hast du halt weniger was gesehen. Also da hat es schon ein bisschen angefangen, dass Konami nicht so ein bisschen schwächelt, was Werbung betrifft einfach. Weil damals, dieses Set habe ich mir auch nachgekauft, das Dungeon Dice Set. Ich hatte Glück, ich habe es für 20 € bekommen damals. Es ist fast original. Es fehlt halt nur, es fehlt noch dazwischen so ein Kartenhalter, wo die Karten quasi in so einem Plastik dazwischen sind, aber das ist mir egal. Ja. Kannst du kurz zu der Packung was sagen? Also man hat dort, wie ich sehe, Figuren tatsächlich halt drin. Karten sind auch mit drin. Das sind aber jetzt keine Yu-Gi-Oh!-Karten in dem Sinne, sondern für dieses Spiel eigene Karten nochmal. Genau, du hast pro Figur eine eigene Karte. Du hast Würfel, die passenden dazu fürs Game. Wenn man sie hier sieht, das reflektiert jetzt hier die passenden Würfel. Du tust ja verschiedene Symbole sammeln, dass du verschiedene Aktionen quasi auf dem Feld machen kannst. Hier sieht man dann, ich möchte es jetzt ungern aufmachen, hier siehst du dann das Spielbrett. Ist aber halt nur so eine Folie, aber es reicht. Und du hast dann auch hier noch diese Wege, wo du auch im Anime kennst, wo du dann quasi spielen kannst, dass dann die Figuren sich bewegen können. Aber ich finde, alles, ich glaube, warum es nicht so gut ankam, es war einfach too much einfach. Du hast Karten, Figuren, Würfel und du hast dann noch die richtigen Rechner dafür gehabt, für deine Symbolen, die du gesammelt hast. Ich glaube, das war einfach too much. Zumindest zu der Zeit vielleicht. Auf jeden Fall. Oder sie hätten es anders da machen müssen, es hätte ein einzig großes Brettspiel sein sollen vielleicht. Statt als Booster-Variante, du hast ja auch dann die einzelnen, ich weiß nicht, wie die damals hießen, du hast dir dann auch solche Booster-Packs kaufen können zu den Figuren. Da hattest du dann Karte, Figur, Würfel und noch die Felder dabei für die entsprechende Figur, dass du auch weiterspielen kannst. Ah, okay, also dieses Set, was du da hast, wäre jetzt kein abgeschlossenes, in sich geschlossenes Spielsystem, sondern man hätte dann auch mit Boostern und so weiter noch was dazu kaufen können oder müssen, je nachdem. Ja gut, da gebe ich dir recht, also das Starter-Set, Also ich glaube, es wäre auch besser, wie du es gerade gesagt hast, wenn man das als ein abgeschlossenes Brettspiel halt rausgebracht hätte. Du hast diesen Karton, das ist alles, was es gibt und du kannst das Spiel damit halt spielen und fertig. Das wäre, glaube ich, tatsächlich idealer. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass es da sowas wie Booster-Packs und so noch gab. Ja, schade. Man hätte das auch mit Kapsel-Cup-Monster machen können, aber ich glaube, es kam ins Europa überhaupt nicht zu uns rüber. Aber ich habe mal auf eBay, wo ich nach den Spielen explizit gesucht habe, weil ich habe die Videogames ja alle, glaube ich, in physischer Form da, tatsächlich.
Die kannst du erstens nicht bezahlen, die sind unglaublich teuer, die Figuren. Aber das waren auch mit Figuren, also ähnliches Prinzip quasi. Du hattest ein Starter-Deck, glaube ich, zur Verfügung und dann konntest du auch über Booster die Figuren und auch wieder in Verbindung mit Karten. Und ich glaube, das ist einfach too much für ein Game. Also der Fan hätte es besser gefunden, wenn sie so eine Art Gesellschaftsspielbrett, wie man es von Monopoly kennt, in der Größenform aufgebaut hätte und hätte vielleicht alle 2, 3 Jahre oder im Wechsel zu Capsule Cup Monster und Dungeon Dice Monster immer mal eine Neuauflage davon gebracht, dass du immer neue Figuren dazu bekommst, mit der Option, dass du auch hier und da Karten und Figuren austauschen könntest. Das hätte ich vielleicht ein bisschen besser gefunden, dass du was Abgeschlossenes hast einfach. Und ich glaube, den Leuten, abgesehen von der schlechten Bewerbung, war das einfach zuwider. Und es wird, ich weiß nicht, was es damals gekostet hat, es wird auch einen gewissen Kostenpunkt damals gehabt haben. Ja, das müsste man noch mal rausfinden, was das denn damals so gekostet hat, OVP, wo es im Laden stand. Weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr. Und du hattest dann hier, ich habe dann noch mal das Glück gehabt, den Dunkle Magier als Figur heranholen zu können. Aber es hat schon was, oder? Also diese Karten nochmal als Figuren? Das hat schon auf jeden Fall was. Und hier habe ich auch noch die Karte dazu bekommen. Ja, sehr schön. Also das ich hatte Glück. Ich glaube, für die Karte mit Figur habe ich tatsächlich 8 Euro bezahlt. Komplett. Ist nicht wirklich gängig, der Preis. Dann gibt es halt noch so Klassiker wie Exodia, der rotäugige schwarze Drache und alles. Und ich glaube, das war vielleicht auch mit ein Grund, warum es die Leute nicht so gecatcht hat, weil man sagt, ich kenne das ja schon alles. Wieso soll ich es mir nochmal holen? Ähnlich wie bei Speed Duel, so zum Vergleich zu ziehen. Könnte sein. Es war ja nichts Neues. Es war wieder der schwarze Magier, es war wieder der weiße Drache, es war wieder der keltische Wächter, es war die mystische Elfe und hast du nicht gesehen. Und ich denke, das könnte ein Grund gewesen sein für viele, dass sie dann sagen, nee, dann bleibe ich doch lieber beim Kartenspiel, weil es ja doch dann simpler gehalten ist einfach, weil ich habe hier die Karten, kann spielen, fertig. Aber für Dungeon Dice oder Capsule Cup Monster brauchst du noch die Figur, du brauchst nur das Spielbrett, dann brauchst du nur die Würfel. Gut, man könnte hier und da sagen, du könntest durch andere Dinge ersetzen, wenn dir mal was verloren geht, aber ich glaube, das ist so letztendlich der Punkt, warum es auch gescheitert ist. Also, es war zu umfangreich. Genau, du wirst das nicht mal eben so in deinen Schulrucksack packen können und dann während der Pause mal eben eine Runde Capsule Cup Monster spielen. Also das genau, ging nicht. Das ist eher was für zu Hause und da war Yu-Gi-Oh! Das Kartenspiel eindeutig besser natürlich. Und hier, den habe ich mir auch noch besorgen können. Oh, der ist ja süß. Aber leider ohne Karte, ne? Der Ultradrache. Mit Karte, glaube ich, je nachdem, wenn du Glück hast, ab 30 Euro oder aufwärts. Geht noch. Ich hatte mal. Ich bin froh, dass ich ihn so noch bekommen habe. Ja, also ich hatte mal, glaube ich, die Slifer-Karte gesehen, die war relativ teuer gewesen, wo ich dachte, echt, geht die für so einen Preis? Interessant, Slifer gab es, glaube ich, gar nicht bei uns als Dungeon Dice, wenn, glaube ich, nur im OCG. Da fängt es ja auch nochmal an. Die haben ja dann, da fängt es ja auch wieder an mit der Produktunterschiede einfach. Das ist so traurig. Die haben so coole oder besser wirkende Figuren zum Teil und da wirst du dann schon wieder neidisch. Dann auch kannst du vielleicht vergleichen mit der Rarities von den Karten, haben sie auch mit der Figur angefangen. Da hast du dann einen schwarzen Magier zum Beispiel als normal bekommen. Silberfarben, transparent oder golden oder so ein Quatsch. Also gefährliches Halbwissen, das war jetzt nur ein Beispiel. Aber du hast auch die Götterfiguren in verschiedenen Styles bekommen einfach. Und das war schon gut aufgetischt. Hört sich gut an, auf jeden Fall. Also damals wie heute, OCG ist besser dran. Ja, definitiv. Aber ich denke auch, du wirst halt hier, was wir heutzutage auch in dem Kartenspiel haben, du wirst halt keinen Spieler dazu finden, der mit dir auch das spielen möchte. Auch in der heutigen Zeit würde es schwierig werden. Wir haben es ja heute zum Teil auch im Kartenspiel schon so. Ja. Aber jetzt bei dem Capsule Cap Monster würde ich sagen, ich komme mal vorbei, wir machen die Packung auf und spielen mal eine Runde. Nee, lass es bloß OVP. Capsule Cap habe ich ja nicht. Ja, es war schon offen, so ist es nicht. Aber ich muss halt sagen, es ist halt, das hasse ich grundsätzlich bei so Dungeon & Dragons Kram und so, das habe ich schon bei meinem Kumpel gesehen, der ist ja riesiger Dungeon & Dragons Fan und Hero Quest. Feiere ich im Übrigen auch. Ich bin auch so ein kleiner Table-Game-Fan, aber ich habe halt niemanden zum Spielen, deswegen beschäftige ich mich weniger damit. Ist halt alles Plastik, ne? Je nachdem, wie die Figur designt ist, hast du Angst, dass sie kaputt geht. Deswegen lass ich es lieber drin. Und altersbedingt, wenn du es nicht richtig lagerst,
ja, Plastik, wenn der Weichmacher rausgeht, dann irgendwann und Co., ne, dann ärgerst du dich halt, ne? Wird's unangenehm, Und genau. das war vielleicht auch so ein Knackpunkt. Es war halt, gut, eine Karte kannst du auch kaputt machen, aber die war vielleicht leichter ersetzbarer damals wie eine Figur. Reine Spekulation von meiner Seite. Aber sagen wir mal, frag dich jetzt mal so, reizt dich so andere Spiele aus dem Yu-Gi-Oh! Franchise? Würdest du es feiern, wenn das populärer wäre? Also damals, wie schon gesagt, war es nicht so der Fall. Aber heutzutage, wenn ich mir den Manga nochmal durchlese, du hast ja auch hinten dann nochmal so ein paar Vorschläge von Kazuki Takahashi, wie man zum Beispiel auch das Yu-Gi-Oh! Kartenspiel anders spielen könnte, mit nochmal so ein bisschen aufgewertet mit so einem Labyrinth und so weiter, wo du aber trotzdem die normalen Karten für brauchst und so. Das sind viele Sachen, wo ich denke, die würde ich gerne alle mal ausprobieren. Ich sehe bei vielen Spielen wirklich großes Potenzial, beziehungsweise würde ich es gerne echt mal testen wollen. Und wir müssen da noch mal ein bisschen Glaubst du, sortieren. die Idee war nicht die Vorlage für das hier dann letztendlich? Weil ich glaube, Dungeon Dice kam im Manga gar nicht vor. Na doch, Doch, kam doch, vor, doch. glaube ich, Das, oder? das, deswegen Ich wollte ich gerade glaube, sagen, wir kam müssen das vor. gleich mal ein bisschen ordnen, denn das Dungeon Dice ist Ja. ja sozusagen von Duke Devlin erfunden worden. Im Manga kommt es, glaube ich, dann auch erst. Ich müsste gucken, wo es kam. Also, Kazuki Takahashi hat viele gute Spielideen gehabt, auf jeden Fall. Auf jeden Und Fall. ich würde es halt feiern. Also, es kommt ja zum Beispiel von den Yu-Gi-Oh! Kartenspielen, von den Videospielen bald so eine Compilation nochmal raus von Konami, wo sie halt die ganzen Gameboy-Spiele nochmal draufgepackt haben und so weiter. Wo ich halt sagen muss, ja, brauche ich jetzt nicht, wenn die halt 1 zu 1 plus draufgeklatscht wurden. Aber wenn sie diese ganzen Dungeon Dice und Capsule Cap Monster Sachen nochmal als so ein Bundle rausbringen würden, würde ich sagen, ja klar, habe ich Bock drauf. Das ist für mich noch relativ neu, habe ich mich nie so mit beschäftigt. Das würde ich mir eher kaufen als diese Kartenspielsammlung, muss ich ehrlich sagen. Also ja, ich hätte da echt großes Interesse inzwischen dran, über den Tellerrand zu schauen, was da noch alles so Okay. möglich wäre. Ja gut, Konami hat ja öfters mal tatsächlich für die Konsolen mal einen kleinen Ausrutscher gehabt. Wenn du jetzt Duel of the Rose nimmst, ist ja auch mehr ein Strategiespiel statt ein Kartenspiel. Also es ist quasi ein Mix zwischen dem Kartenspiel und Dungeon Dice, wenn du so willst. Duel of the Rose für die PlayStation 2 kennst du bestimmt auch, hast du schon Ja, bestimmt aber mal gesehen. ist das so anders gewesen? Ich habe es nie gespielt, Es ich weiß. unterscheidet sich schon. Okay, krass, nee, das wusste ich gar nicht, dass das da so. Guck dann am besten mal Gameplay an. Was halt das Faszinierende ist, ich glaube, das war zu der, ich habe es schon lange nicht mehr gesehen oder angezockt, also steinigt mich nicht, wenn ich hier was Falsches sage. Zu irgendeiner Revolution war das aber auch zu der Zeit. Also es spielt auch nicht in Ägypten, es spielt nicht in der Nordzeit. Ich glaube, du spielst die französische Revolution so ein bisschen nach über die Yu-Gi-Oh! Charaktere. Fand ich irgendwie ganz lustig. Echt? Ja, da bist du dann, da hat Kaiba dann auch eine Ritterrüstung an, die dem blauäugigen weißen Drachen entspricht, ne? Und solche Sachen hast du. Evil Underwood war dann so ein Fürst oder sowas. Eigentlich ganz witzig. Okay, witzige Musst du mal Interpretation. reinziehen. Aber ich hätte gedacht, das hätte jetzt in Großbritannien gespielt. Kann auch sein, kann auch Großbritannien. Deswegen wollte ich mich jetzt nicht festlegen mit der Also Aussage. Kann auch ich kenn's nur Großbritannien gewesen so sein. grob, weil dort waren ja diese schönen Promokarten mit drin, diese Prismatics, die ich so liebe. Auf Und jeden Fall. da habe ich das Spiel nur mal so kurz ein bisschen angelesen und aber gespielt habe ich es nicht und dass es so ein anderes Prinzip auch hatte. Aber klingt auch witzig. Also. Komplett anders, ja. Und dann gab es auch noch für den Game Boy Advance gab es einen Ausrutscher. Das war, ich habe es noch nicht angespielt, aber ich hätte wenn ich mal im Let's Play abgeschlossen habe, Tech Force oder die Reihe oder wie auch immer, würde ich es auch gerne mal spielen wollen. Es ist ein reines Würfelspiel. Auch mit dem Brettspiel irgendwie. Vom Look her sieht es aus wie Mario Party und hat aber nichts mit Mario Party zu tun, um Gottes Willen. Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will es einfach mal austesten. Es gibt einige Spiele, gerade auf der Videospiellandschaft, wo sie sich dann ein bisschen mal vom normalen Kartenspiel differenziert haben. Wie, zum Beispiel Forbidden Memories ist auch ein Kartenspiel, aber nicht das Kartenspiel Das eigentlich. ist an Also ganz anders wieder, das. ja. Und man merkt halt bei den Verkaufszahlen, wenn man die so ein bisschen überschaut, die kam halt nie wirklich gut an, das ganze Zeug. Und deswegen hat Konami sich wahrscheinlich auch nicht verstärkt um solche Franchises Na gut. gekümmert, obwohl ich es halt schade finde. Also ich Es kann hätte aber auch das. ein frischer Wind reinbringen können. Also zum Beispiel nehmen wir mal das aktuelle Metagame, also das aktuelle Format. Im Übrigen, ich war ja in Berlin, ne? Wenn ihr dazu Stimmt. irgendwas mal hören wollt, mache ich in Zukunft noch einen Podcast und mache auch noch einen Log. Da könnt ihr auch meine Meinung dazu dann hören. Wenn du jetzt auf so ein Format zum Beispiel keinen Bock gehabt hättest, hätte ich es
Wäre es doch cool gewesen, wenn du zum Yu-Gi-Oh!-Franchise noch ein Nebenprodukt hättest, was du als Pausierung spielen könntest. Das hätte ich cool gefunden. Ja, aber ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet. Also bei mir ging es damals so, ja. ich mochte das Kartenspiel und wenn dann ein Spiel rauskam, was nicht genauso wie das Kartenspiel war, fand ich es doof. Okay, das war bei mir tatsächlich anders. Als ich mir das erste Gameboy-Spiel dazu geholt habe, ich glaube, es war damals auch noch auf dem Advance, müsst aber lügen, was für ein Championship-Teil es jetzt war, fand ich cool. Auch so mit den Animationen, dass es vom Anime basierend war. Aber du hast dann nichts mehr als, du bist auf der Karte rumgeswappt und hast dir den Gegner rausgesucht und warst direkt im Duell. Das fand ich immer schon langweilig. Ja. So, und das Prinzip haben sie ganz lange beibehalten. Also wenn du jetzt auch die Spiele, Videospielreihe anguckst, es war ja nie was anderes. Der Rollenspielaspekt, da kam ja dann erst später zu diesem drei heiligen Karten und Aufstieg von Dreht mich tot und dem Parkour-Teil, glaube ich, noch. Ich habe nicht alle Namen im Kopf. Da kamen dann ein bisschen Rollenspielelemente mit dazu. Aber dann, das hat mich dann auch wiederum gestört, dann hast du den Rollenspielaspekt gehabt, aber dann hat sich vom Yu-Gi-Oh!-Kartenspiel wieder unterschieden, komplett vom Playstyle. Also, komplett wild. Ich war nie zufrieden mit der Videospiel-Landschaft, bis Yu-Gi-Oh! GX kam. Das war für mich, es hat Rollenspielelemente mit drin, du hast eine eigene Figur, du kannst dich frei bewegen, du kannst deine Duelle frei entscheiden und du kannst dich auch duellieren, wenn du da auch mal Lust dazu hast. Ja, also da kann ich nur zustimmen. Das hätten sie ruhig weiterentwickeln können. Noch ein bisschen mehr die Insel einerkunden lassen und so weiter. Aber da bin ich auch sehr zufrieden gewesen, weil auch alles nach den Regeln funktioniert hat und so. Weil bei dem Game Boy Advance-Spiel, was du angesprochen hast, das allererste, dieses Championship irgendwas, das hatte ich nämlich auch. War sehr enttäuscht, dass die Götterkarten da nicht drin waren. Hatte man bei uns ja ersetzt durch die anderen Karten. Und da gab es aber auch einige Karten, die nicht so funktioniert haben wie im richtigen Spiel. Und das hat mich dann so genervt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich hab keinen Bock mehr drauf. Das nervt mich, dass ich das nicht so spielen kann wie real. Und damit ist es dann irgendwann auch in der Schublade verschwunden. Und ja, da liegt es bis heute eigentlich. Ist halt schade. Und das ist dann bei vielen Sachen so gewesen. Ja, klar ist es eine nette Idee, wenn man das ein bisschen variiert, gerade wie dieses Duelist of Roses, was du angesprochen hast. Aber auch damals hätte ich dann wieder gesagt, das ist nicht das Kartenspiel, wie ich spielen möchte. So, das ist, weiß nicht, ob man dazu verkappt war oder so. Heutzutage bin ich da etwas offener. Ich würde es mir einfach mal anschauen und ich hätte bestimmt auch Spaß mit dem einen oder anderen Teil. Aber mit Forbidden Memories nicht. Das finde ich tatsächlich, macht mir keinen Spaß. Das habe ich tatsächlich auch mal probiert. Echt? Und da muss ich sagen, nee, das ist mir, weiß ich nicht. Ich fand es ist krampfig. Komisch. Also, wo ich es durchgespielt habe, zu der Zeit hat es mich gecatcht. Du hast es durchgespielt? Ich habe es durchgespielt. Oh. Auf ehrlicher, fairer Art und Weise. Puh, Respekt. Also, kannst du mal auf meiner Playlist gucken, wie viele Teile ich gebraucht habe. Muss aber auch zugeben, ich habe da mal auch eine Stunde gegrindet. Ich habe mir vorgenommen, alles zu streamen, beziehungsweise in Videoform auf YouTube zu haben, wenn ich was spiele. Aber das Grinden war dann, glaube ich, für Zuschauer so langweilig, ähnlich wie in GX Tech Force momentan. Bin ich auch nur am Grinden gerade. Da muss man ja machen. Dann habe ich auch mal eine insgesamt 4 oder 5 Stunden auch mal offline gegrindet, weil es ist nichts anderes passiert, außer die Karten zu jagen. Klar hast du den einen oder anderen Moment halt verpasst, wenn du den Metro B-Drachen gekriegt hast als Gewinn. Ich habe den jetzt insgesamt 4 oder 5 Mal in dem Game, weil ich auf Jagd auf andere Karten war. Es ist dann immer halt enttäuschend, wenn du es schon 3-mal hast. Nee, ich habe das wirklich komplett auf faire Weise durchgespielt. Da gibt es jetzt diesen komischen Hack oder was, dass du nach jedem Sieg 15 Karten kriegst. Aber das ist für mich nicht dasselbe, weil das ist für mich geschummelt. Auch wenn es natürlich es deutlich schneller machen würde. Aber es ist nicht für mich eins zu eins dasselbe von damals. Und deswegen tue ich die Spiele alle ungecheatet spielen. Aber es war nicht einfach. Am Schluss gebe ich zu, habe ich dann, was man eigentlich nicht machen kann, habe ich ein Safe State gemacht, dass wenn ich verliere, dass ich da wieder weitermachen kann. Weil du musst ja zum Schluss, glaube ich, gegen 5 oder 6 Duellanten antreten, ohne eine Pause zu haben oder speichern zu können. Und da ist es echt nur vom Glücksfaktor abhängig, ob du eine gute Hand hast oder nicht, ob du verlierst oder nicht. Ja. Und das war mir dann da doch ein bisschen zu blöd. Da gebe ich zu, da habe ich dann ein bisschen geschummelt. Verständlicherweise. Aber wir kommen schon ein bisschen ab vom Thema. Ich würde noch mal kurz zusammenfassend jetzt zum Schluss sagen wollen, also noch mal dieses Capsule Cap Monster, das gab es tatsächlich auch in echt, das wurde umgesetzt. Ja. In Japan logischerweise. Japan. Es gab auch Videospiele dazu. Ja, das war sogar das erste. Das war das. Ich versuche es gerade noch mal zu sortieren, genau. Es gab für den Game Boy Color oder Classic auch noch einen Teil.
Okay. Der kam aber auch nur in Japan raus. Also hat man auch da nur japanischen Text wahrscheinlich. Richtig. Aber es gibt eine, es wurde mal ein Fanprojekt gestartet, wo sie es auf Englisch übersetzen. Aber ich glaube, der letzte Stand wurde 2006 oder 2008 und seitdem wurde es nicht mehr weitergemacht, was schade Okay, ist. okay. Genau, und das Dungeon Dice ist ähnlich, da hast du ja schon die Verpackung gezeigt, gab es also auch in Genau. echt. Das kam sogar außerhalb von Japan raus, wenn ich es richtig verstanden habe. Auch bei, ja, ist ja alles Das deutsch ist hier. alles Das ist so. alles. Alles, Das also habe ich überhaupt nicht entfessle mitbekommen. deine Monster. Hier so, entfessle deine Monster mit der Macht von Dungeon Dice. Würfel, um die Monster aufzurufen und ihnen Macht zu verleihen. Baue deinen Kerkergang über das Spielfeld. Besiege den feindlichen Monster Lord und du gewinnst. Ja, macht Bock auf mehr. Ja, auf Also jeden das Fall. hat's, also Da steht es dann. auch nochmal ganz witzig. Achte auch auf die Dungeon Dice Monster Booster Packs, die noch mächtigere Monster enthalten. Cool. Also Dungeon Dice hat es tatsächlich bis hierher sogar geschafft. Das nochmal so Tatsächlich, zusammenfassend. ja. Und auch da gab es Videospiele zu, logischerweise. Eins. Ein Für den Game einziges. Boy Advance. Ein einziges, aber das war. Ich fand, es sah nie gut aus und deswegen habe ich es auch nicht gespielt. Okay. Angespielt, ja, aber es sah furchtbar aus. Und du hast auch, was halt das Ekelhafteste in allgemeinen Yu-Gi-Oh! Games ist, du musst halt unglaublich viel grinden und das tut dir so viel Spaß wegnehmen. Ja, das ist halt ekelhaft. Aber mach mal weiter, einfach jetzt mal. Nee, das war noch mal so die Zusammenfassung. Was kam wohin, Okay, bis wohin okay. raus? Also ich werde mal aufpassen, wenn mir das mal über den Weg laufen sollte, dieses Starter-Set, und es nicht allzu teuer ist, würde ich, glaube ich, mal reinschauen wollen. Ich mal schauen. Also, ich habe momentan ein Angebot gesehen, das kann sich ja hier und da mal ändern. Ohne OVP 50 Euro. Ist okay. Ich werde mal sehen, Findest du? wie ich Bock habe, ja. Guckst einfach, das war aktuell der Fall. Wenn Ich ich muss den ja nicht finde, gleich kannst du auch kaufen, 100 Euro aber haben. ich werde es mal beobachten, Ja, wie ich Bock drauf habe. mach dir Also. deine Gedanken dazu. Guck auf jeden Fall, du brauchst zwei, wenn du es komplett haben willst, für alle, die es vielleicht auch nachkaufen wollen oder zusammen kaufen wollen, kann ja auch der Fall sein. Du hast dann Buster Blade drin, du hast Gerfried, der Eisenritter drin, du hast den, glaube ich, den schwarzen Ninja drin, ist das? Dann hast du Der noch Strike so eine Ninja ist das. Art der Strike Ninja, genau. Dann hast du noch Zwillingskrieger. Dann hast du noch das Monster von Kaiba, was er auch gerne spielt. Der Warriors, Force-Plünderer oder wie der weiß ich hieß? nicht. Genau, richtig. Dann brauchst du insgesamt 8 Würfel. Die Karten dazu entsprechen natürlich. Dann irgend so ein Bomber, den Namen habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Die hier, was sieht man? Hier. Irgend so eine Bombe brauchst du auf jeden Fall. Und du hast ja noch so für deine 3 Herzen, du hast ja keine Lebenspunkte, du hast ja 3 Herzen in dem Game. Der Gegner muss ja versuchen, entweder deine Monster oder deine Herzen zu attackieren, dass du kaputt gehst. Also die Herzen müssen auf jeden Fall kaputt gehen. Dann hast du quasi noch so eine Figur. Das ist quasi dein Deckmaster, quasi. Okay. Den verkörperst du so ein bisschen als Zauberer. Und das musst du auf jeden Fall haben, ansonsten ist es nicht komplett. Ich kann es hier auch nochmal die Übersicht so einblenden. Vielleicht kann man es auch lesen. Ich hoffe es für euch. Wenn nicht, habt ihr Ja. mal so einen groben Überblick. Ja, doch, man kann es lesen, sehr schön. Aber ich würde es mir, glaube ich, mal anschauen. Also ein bisschen Bock habe ich. Ich werde mal gucken, ob das irgendwo aufzutreiben ist. So Nostalgie ist da so vorhanden, auf jeden Fall. Es ist so fürs Regal reinzustellen, auch wenn du keinen zum Spielen hast. Es macht schon was her, ein bisschen, wenn du es halt noch in der OVP mit drin hast. Aber mach dir am besten einfach mal dein eigenes Bild dazu. Ja, also dann vielen, vielen Dank für die Aufklärung zu diesen beiden Sachen, wo ich kaum eine Ahnung zu hatte. Ich hatte es nur mal bei Pluto TV gesehen, glaube ich, das Capsule Cap Monster kurzzeitig. Ich fand es überhaupt nicht gut, den Anime. Der ist auch, er muss dir gefallen, er muss dir schon gefallen. Und wenn ich auch beim Rewatch, ich hab's geskippt. Kann ich verstehen. Also es war wirklich unterwältigend, das Ganze. Ja. Während mich jetzt die Spiele tatsächlich etwas mehr hypen, was du jetzt gerade auch vorgestellt hast, auch dass du die Verpackung live hier mal zeigen konntest, das hat schon was, muss ich sagen. Also vielen Dank Das nochmal ist dafür, schon nice, ja. Kein dass das Problem. möglich, dass das möglich gemacht hast, dass wir da so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnten. Und ja, wie du schon erwähnt hast, du warst ja in Berlin, da wird es dann demnächst auf deinem Kanal auch noch was zu geben, hast du ja erzählt. Ein Vlog auf jeden Fall. Seid gespannt. Ja, seid einfach gespannt, guckt es euch rein. Ein Podcast mit Tim, wie wir über das ganze Szenario dann nochmal sprechen, so von meinem Eindruck. Und Tim war ja schon öfters vor 2, 3 Jahren auf Events. Für den ist es nicht so frisch, aber für mich ist es komplett frisch. Und wenn ihr Bock habt auf eine frische Meinung zu dem Ganzen,
dann ja, guckt euch gerne mal an. Unten ist bestimmt mein Link verlinkt irgendwie oder werde so. Werde ich machen, ja. Genau. Weißt du denn schon, wann das Video kommt? Weil mich würde es sehr interessieren. Ich würde heute tatsächlich anfangen. Ich habe halt viele Clips reingemacht, dass es auch ein bisschen anschaulicher ist. Mhm. Ich habe keine Ahnung, es sind sehr viele Clips, ein paar Fotos drin. Ich werde natürlich nicht alles dazu verwenden. Ich probiere es die Woche fertig zu machen. Deswegen muss ich auch ankündigen auf meinem Kanal, dass diese Woche kein Content kommt, bis auf diesen Vlog und diesen Podcast mit Tim. Aber der Podcast kommt dann bei Tim, weil mich das Video ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird einfach. Ich werde auch noch ein Intro dazu machen und quasi ein Fazit-Video, aber von zu Hause aus. Das wollte ich jetzt nicht vor Ort machen. Das noch ein bisschen alles reflektierend dann euch wiedergeben auch. Ja, super. Dann freue ich mich auf das Video, was vielleicht diese Woche kommt. Ich verlinke unten alles soweit in der Videobeschreibung und würde mich dann für heute von euch verabschieden. Vielen Dank auch nochmal an dich, Hobbeliga, dass du dabei warst. Und kein Problem. Ich habe zu danken. Ich habe mich auch tierisch wieder gefreut, hier zu sein. Und ihr da draußen, wenn ihr bis dahin jetzt noch zugehört habt, wenn euch irgendwas anderes vom Franchise zu Yu-Gi-Oh! Interessiert, wo ich und Wishes nochmal durchgehen könnten oder wo wir ein bisschen spezifischer reingehen sollten, schreibt es am besten einfach unten in die Kommentare rein. Lasst ein Like auf jeden Fall dafür da, wenn euch dieses Gespräch gefallen hat. Weil Yu-Gi-Oh! Ist schon größer wie nur das Kartenspiel, aber man hat es hier und da einfach nur mal vergessen auch ab und zu. Wie ich zum Beispiel. Kommt vor, also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der absolute Experte, aber ich gucke auch gerne mal über den Tellerrand, was es alles so gibt oder gab zumindest. Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.